Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ist ein bisschen laut hier, ich hoffe, dass man mich hört. Ja, wir sind heute wieder am Mittwochsmarkt hier beim Sportgelände und da wird einiges erwartet heute, weil da ist Valentinstag und da findet ein ziemlich großes Fest hier statt, gleich neben dem Markt. Und zwar ist es, werden sich da, ich glaube, 30 Paare sind es, die sich hier trauen werden offiziell. Und die kommen, ich glaube, die sind schon unterwegs. Auf Elefanten kommen die daher und werden sich dann hier trauen, also die ganze Zeremonie und so. Ich habe das noch nie so gesehen, aber nachdem was mir meine Frau gesagt hat, soll da einiges los sein. Und deshalb möchte ich da auch mal ein Video darüber machen. Wie gesagt, im Moment ist noch alles ruhig, aber das kann sich ändern. Ja, bis dahin schauen wir uns noch ein bisschen die Gegend hier an. Ja, da ist unsere Mimi, die darf, Entschuldigung, nicht fehlen. Und da hört man die Mädels mit ihrer Aerobik da im Hintergrund. Die sind ganz aktiv. Ja, und hier ist unser Stand. Da haben wir gerade aufgebaut. Mal kurz zeigen. Ja, meine Frau und ihre Clip-Up. Und die Nachbarin mit ihrem Reis. Oh, die hat diesen Knoblauch, das ganze besondere Art. Nicht unbedingt, die macht ihn selber, die pflanzt ihn selber. Ne? Und den Reis habe ich ja schon mal gezeigt, das ist so richtiger guter Reis. Ein bisschen teurer, aber dafür, man sieht schwarz, weiß oder so braun. Sie mehrere Sorten. Ne? Organic auf jeden Fall, klar. So. Und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen in der Gegend herum. Ja, man sieht, das ist jetzt, die sind unterwegs in der Khmer-Tracht. Das ist jetzt die Khmer-Tracht. Ne? Und wie gesagt, da wird einiges erwartet. Aber ich glaube, erst später geht es dann richtig los. Aber ich habe gesagt, ich mache schon mal ein Video. Einfach so, ein bisschen die Vorbereitungen hier zu zeigen. Ja Leute, also das ist wie gesagt unser Markt und diese ganze Feier findet aber neben dem Markt statt. Also jetzt ist mal die Sporthalle und wir gehen da gleich hin. Ich schaue mir das mal an. Also ist ja gleich 5 Minuten zu Fuß. Ich weiß, voriges Jahr hat dann nach der Trauung hatte die Feier dann hier in dieser Halle stattgefunden. Da haben die Tische und so alles feierlich hergerichtet. Heute sieht es aber anders aus. Die müssen irgendwo anders ja, die Zeremonie haben. Hier sieht man auch, da sind Tische und Stühle, die alles vorbereitet. So, aber wie gesagt, gehen wir mal da nach hinten und schauen, was da los ist. So Leute, und das hier ist der Platz. Man sieht, die haben da schon vorbereitet, wenn die Elefanten da kommen, damit die Leute da aufsteigen können. Und da vorne, ja, die haben jetzt ein anderes Zelt. Also wird mit Sicherheit einiges los sein hier. Ist aber noch etwas früh. Aber wir schauen uns das jetzt trotzdem mal an. Das ist gleich hier neben dem See. Ne? Und ja, nicht mal 5 Minuten von unserem Markt entfernt spielt sich das Ganze hier ab. Ach so, das sind die Bilder jetzt mit den Paaren, die sich trauen lassen. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, 15 auf einer Seite, 15 auf der anderen Seite. Mit Sicherheit auch viele Verrangs, klar. Also jedes Paar hat ein Bild. Jetzt nicht, ob ich das eigentlich so filmen darf, aber ich zeige es mal aus der Ferne, dass ich da auch keinen Ärger kriege. Ne? Also man sieht insgesamt 30 Paare, wie ich schon sagte, die sich da trauen lassen. Ein bisschen von der anderen Seite neben den See gehen vielleicht. Also hier findet das Ganze statt, die ganze Zeremonie. Ja, ich gehe da einfach mal rein. Ich hoffe, dass sie nichts dagegen haben.
Das scheint das Komitee zu sein. Man sieht die meisten in Khmer-Tracht. Ja. Und das ist hier Elephant World, Krabos, Surin, Thailand, ja. Das ist schon alles vorbereitet. Jetzt geht's gegen die Sonne. Ein sehr schöner Platz neben dem See. Da. Man hört auch die Khmer-Musik. Ich weiß nicht, ob man die hört im Hintergrund. Und ohne Verstärker, da ist doch was Schönes. Also, sobald die Verstärker ins Spiel kommen, hat man den Eindruck, dass einem die Ohren wegfliegen. Ich hoffe, dass es heute sich in Grenzen hält. So, da hier dieser Platz mit den Elefanten nochmal. Und überall diese Treppen da, wo die Brautpaare praktisch absteigen können. Und ja, da haben die ein Buffet errichtet, das ist für die Elefanten, damit die da was zu fressen haben nachher. Auch die Tiere wird also gesorgt. Da wird wahrscheinlich noch mehr Futter kommen. So. Ja, klar, da ist nochmal ein Buffet. Und rundherum hier überall man sieht es, die Treppen, wo dann die Leute von den Elefanten absteigen können. Ne? Es ist nochmal ein Buffet. Also da wird schon einiges los sein, ja später, ne? Oh. Jetzt geht's los mit den Lautsprechern. So, noch dieses Buffet möchte ich mal zeigen. Es sind verschiedene Früchte. Ja. Das ist alles für die Elefanten, Leute, alles für die Tiere. Die kommen einfach hierher und können sich da richtig satt fressen. Ja, man sieht, was die so mögen. So, also ich werde jetzt erstmal langsam zurückgehen. Ich komme dann später wieder. Mal kurz den See zeigen. Jetzt da im Hintergrund ist der See. Und der Lautsprecher hier, jetzt hört man mich wahrscheinlich gar nicht. Naja. Alles sehr schön gemacht. So ein Platz, wo die Leute dann Fotos machen können. Okay, und jetzt gehen wir ein bisschen mal auf die Seite, ein bisschen weiter von diesen Lautsprechern. Also man sieht, es ist alles vorbereitet und jetzt werden die Brautpaare mit den Elefanten erwartet. Ja, Polizei auch da. Und sehr, sehr viele Leute in der Khmer-Tracht. Das sieht man, diese Seidenstoffe. Thank you.
dann hier, wie gesagt, ist das, der Radweg und für Jogger eingerichtet. Die haben das neu asphaltiert. Das für Joggen eine gute Idee ist. Ich glaube, da wäre weicher Boden besser gewesen, aber ja, der Radweg auf jeden Fall. Also sie haben das schon sehr schön gemacht. So Leute, und da vorne ist auch schon unser Markt. Also wie gesagt, es ist praktisch daneben. Wie hübsch, wie sie lacht. Noch mal Quertracht. Was ich hab. Okay. Ja, ich werde wahrscheinlich noch mal ein Video machen, wenn es soweit ist. Das heißt, wenn die Elefanten da sind, denn dann geht ja eigentlich die eigentliche Party los. Ne? So. Wir erwarten hier am Markt auch noch ein paar Freunde hier heute. Und zwar der Fabio mit der O kommen vorbei. Und der Klaus mit seiner Frau auch, haben die gesagt zumindest. Ja, mit dem Klaus und seiner Frau haben wir uns gestern schon getroffen. Bei der Panerei haben da zusammen Abend gegessen. Ja, war sehr schön. Ganz nette Leute, muss ich sagen. Und die haben auch vor, irgendwann dann für immer nach Thailand zu kommen. Noch leben sie in Europa. Dann kriegen wir noch mal Nachbarn. Ne? So. Und das ist jetzt auch der Stand von meiner Frau schon. Ist die Musik etwas laut, aber ansonsten alles okay. Ja, unsere Mimi wartet schon auf mich. So, man sieht, Mädels alle in Tracht, mehr oder weniger, auch die Schülerinnen. Ja. Schon was los heute. So Leute, ich habe mich jetzt hier nach vorne gesetzt. Platz genommen, weil ja, es sieht so aus, als würde ich verkaufen. Mache ich natürlich nicht, das macht meine Frau. Aber ja. So, hier möchte ich auch dann das Video beenden. Und wie gesagt, vielleicht mache ich später noch mal eins, wenn die Party hier richtig losgeht. Da wird mit Sicherheit einiges los sein hier, aber im Moment auch noch die Vorbereitungen erfolgen. Okay, das war's jetzt mal dann für heute. Und ja, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand. Und tschüss.